So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Replay. Wir spielen heute Corki. In unserem Team Sombelchan mit K6, Lord Nexu mit Tiefenschreck Trash, Elrana mit Cassiopeia und Kritislick mit Diana. Gegnerteam haben wir Jayce, Xinzao, Ezreal, Viktor und Blitzcrank. Und zwar Bum Bum Blitzcrank. Jo. Wir sind bereit und auf uns wartet eine große Herausforderung. Spruch von Corki. Erstmal hier gerade anpassen. Dann kommt Support. Dann kommt Jungle. Oh. Jungle, dann kommt Mitte, dann kommt Top. Da. Gut, ich starte hier mit Corki mit, Och, Mano. Ja, probieren wir es nochmal. Sollte es klappen. Also heute läuft ja gar nichts, wie es soll. Erst fahren hier tausende von Autos vorbei. Übrigens immer noch sehr... fuck, ich habe vergessen, die Fenster zuzumachen. Egal, mach ich beim nächsten. Mach ich beim nächsten. So, wenn wir jetzt da vorne das überschreiten können, dann haben wir es geschafft. Und? Wupp. So, wir spielen heute Corki. Ja... Corki halt, ein AD Carry, wie man vielleicht an dem Doranch-Wert, Doranch-Dolch, Doranch-Klinge hier gut erkennen kann. Was kann Corki? Corkis Passive ist Hextech-Splittergranaten. Und zwar ist es so, dass Corkis normale Angriffe 10% seines gesamten Angriffsschaden als zusätzlichen absoluten Damage verursachen. Das ist voll übertrieben. Ja? Also 10% von eurem Schaden, den ihr beim Angriff macht, nicht eures AD-Werts, sondern eures Angriffsschadens, den ihr mit euren Angriffen macht, mit euren Auto-Attacks wohl gesagt, bekommt ihr halt noch was drauf. Das ist extremst cool. So, als allererstes habe ich hier Repetiergeschütz geskillt. Das ist nicht der Skill, den ich als erstes durchskille, sondern nur den ich als zweites durchskille. Als erstes skill ich den Nummer den Q durch, aber Repetiergeschütz ist am Anfang ganz gut zu haben, weil man ja ein paar Sekunden später auf die Lane kommt, wenn man hier dem Jungler ein bisschen den Pull gibt. Und zwar bei Repetiergeschütz ist es so, dass Corki 4 Sekunden lang vor sich her feuert und dabei an allen Zielen vor sich halt 20 plus ein bisschen Damage verursacht. Cool dabei ist halt ganz einfach, dass es dabei auch ebenfalls dieses Two-Damage dabei gibt und außerdem wird die Rüstung des getroffenen Ziels um 2 verringert, also um den gewissen Wert verringert und das ist, naja, stackbar und hält 2 Sekunden an. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es 4 Sekunden habt, dann trefft alles in das 8 Sekunden. Da hat Blitzcrank was getroffen. Ganz böse. Böser Blitzcrank. Ganz böse. So, hier mal gerade jetzt nochmal aufs Neue sortieren. Nope, egal, jetzt sind halt die Jungler ganz offen. Ist ja wurscht. Hauptsache es ist sortiert, damit ihr euch nicht mal beschwert, weil so viele Leute sich beschweren. So, kommen wir dann zum Q, den habt ihr gerade schon gesehen. Und zwar ist das Phosphorbombe. Und zwar ist es so, dass Corki halt vor sich so eine Bombe explodieren lässt. Das macht ein bisschen magischen Schaden. Und dabei ist es dann noch so, dass dieses Gebiet aufgedeckt wird, also
Es ist sehr, sehr cool. Getarnte Einheiten werden übrigens nicht aufgedeckt. Und Laterne! Hup! Ich liebe die Laterne. Die ist so schön zum Trollen. Gut. Dann haben wir noch den W, die Walküre, die skill ich auf Stufe 3. Und zwar ist es dabei so, dass Corki auf sein Ziel zurast, oder halt in meinem Fall, wovon ich es meistens benutze, von seinem Ziel wegrast. Und, komme ich da weg? Komm ich da noch hin? Komm ich da noch hin? Komm schon, komm schon. Verdammt. Wir waren First Blood. Hat zum Glück der Blitzcrank gekriegt. So, und bei Valkyrie ist es dann noch so, dass sie halt irgendwo hin oder irgendwo weg springt. Und dieses Springen selber ist, macht ein bisschen, hinterlässt so eine kleine Feuerspur, die ein bisschen magischen Damage verursacht. Und ja, damit kommt ihr eigentlich so ziemlich über alles drüber. Straft mich lügend. Ich glaube, das hier, also hier, da kommt man nicht rüber. Da kommt man aber auch mit gar nichts rüber. Aber ich glaube, hier so kommt man rüber. Da kommt man rüber. Da kommt man, glaube ich, auch noch rüber. Da kommt man auf jeden Fall rüber. Da kommt man rüber. Hier kommt man rüber. Und da jetzt auch nicht. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Gut. Ich habe mir jetzt ein zweites Dorans geholt. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht nochmal sterbe. Sieht ja bisher nicht so rosig aus. Und ich habe mir noch einen Mana-Trank geholt, weil Corki am Anfang sehr Mana-lastig ist. Dadurch, dass der Jace bei den Gegnern AFK ist, können unsere Diana hier wunderbar im Gegner-Jungle rumdüsen. Und das bedeutet, der Corki kriegt den Blue-Buff, den Red-Buff, der Corki kriegt den Red-Buff. So, ich benutze hier direkt mal den Mana-Trank, einfach nur um... Hallo Blitzcrank. Einfach nur, um da mal ein bisschen noch Mana zu generieren, dass ich gleich im Fight brauchen werde, weil ich muss meinen Red Buff halt möglichst gut verwenden, jetzt wo ich mal einen habe. Und jetzt müssten wir gleich auf einen Go gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste jetzt gleich was kommen. Gegner jetzt hier, beide AD Carries auf Level 4, beide Support auf Level 5. Schrecklich. Ich waste hier auch meinen Mana, schrecklich. Ich brauche ganz dringend die Träne. Oh verdammt, ich habe Items gespoilert. Gut. Für mich heißt es jetzt hier pushen, 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 pushen. Da oben ist der Blitzcrank, der sich unseren Trash ranzieht, was jetzt vielleicht nicht die intelligenteste Idee war. Und ihr seht, was für ein Damage ihr halt schon mit Corki drücken könnt. Das ist so geil. Und wie gesagt, Gegner, der Jace fehlt, der Jungler ist nicht im Jungle, das heißt, wir können pushen wie bescheuert, ohne dass wir wirklich Wards brauchen oder sonstiges. Das ist recht nett. Ich sag mal, es ist nett. Und wow, oh, da wurde unser Ding schon wieder gegrabt. Aber ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hier rein. Da hat man gerade die Valkyrie gesehen. Da kommen die Auto-Attacks. Und da haben wir unseren Trash noch retten können. Blitzcrank-Grabs sind sehr, sehr fies. Sehr, sehr mies. Tun weh. Sind nicht das Tollste. Will man auch eigentlich überhaupt nicht, dass sie einen treffen. Gut, ansonsten, Mitte war, glaube ich, gerade ein Gank, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, er wollte ganken, er musste gar nicht ganken. Victor hat unsere Cassio einfach so, daneben gehauen. Und hier war ich im Überlegen darüber zu Valkyrie, nee, zu flashen. Valkyrie kostet 100 Mana und die hatte ich noch nicht. Wie gesagt, Corki ist am Anfang sehr Mana-intensiv, was sehr, sehr ätzend ist. Und auch nicht besser wird. Während des ganzen Spiels nicht wirklich. So, Blitzcrank versucht hier Big Plays. Während ich einfach sage, nö, Valkyrie unterm Tower. Nö, nö, nö. Red Buff ist leider ausgelaufen.
Leider. Vom Farm her bin ich 5 hinterm Ezreal. Das ist jetzt nicht so schlimm. Grab ging daneben. Und ich bin hier noch nicht mal annähernd Level 6. Und die Gegner sind schon Level 6. Ist das unfair? Und hier habe ich den Ezreal fast eingeholt. Ja, ich schaffe es noch nicht ganz in einzuholen. Ah, schade. Hook ging daneben. Cassio wurde jetzt das zweite Mal in der Mitte getötet, aber sie kann zumindest die Diana, die anscheinend gerade auf einen Gank gekommen ist, kann noch jemand mitnehmen. Ich bin jetzt endlich Level 6. Endlich. Ups. Stimmt. Die Ulti habe ich noch gar nicht erklärt. Die Ulti ist Speerfeuer. Der Zauber hat sehr, sehr wenig Ablenkzeit, also 1,2 Sekunden ist jetzt nicht der Wahnsinn. Kostet 30 Mana, ist jetzt auch nicht so viel. Und Corki feuert eine Rakete ab. Die fliegt halt komplett geradeaus. Und wenn sie einen Gegner trifft, also wenn ein Gegner sich da reinstellt und das einen Gegner trifft, macht das Damage. Und zwar ein bisschen Flächendamage, was halt ziemlich cool ist. Und oh, da bin ich an den Gegner dran. Und naja, dieser Flächendamage ist halt sehr, sehr böse. Und das Coole daran ist halt wirklich, ihr könnt, müsst halt immer Raketen aufladen. Alle 12 Sekunden lädt Corki eine Rakete nach, sagt hier die Beschreibung. Und dabei ist es ziemlich krass. Aus dem Grund heraus, dass ihr... Oh, da sind sie zu weit. Das ist zu weit. Und da, ups. Ums. Und kommt er zurück? Nee. Aber schon mal ein Kill. Das ist nicht schlecht. Damit bin ich nämlich über dem Ezreal. Ging voll daneben. Jetzt können wir den Tower gut Damage drücken. Ich habe mir jetzt hier noch meine Barriere aktiviert. Oh. Ich glaube, das war der Fehler. So, auf jeden Fall ist es so, dass jede dritte Rakete eine besonders große Rakete ist, die halt nochmal zusätzlichen Damage drückt. Da fliegt eine Ezreal-Ulti. Die frisst die Cassio. Und dadurch hat die Cassio, muss die Cassio weg. Wird hier halt stark unter Druck gesetzt. Ich meine, ein Viktor ist nicht zu verachten. Worauf warte ich jetzt? Warte ich auf jeden Fall. Ach ja, meine Träne. Klar. Mana-Regeneration plus Mana, wenn ich jedes Mal den Skill aktiviere, spätestens bei der Ulti. Total geil. Ach ja, dazu kommt, ihr könnt maximal 7 Raketen, also bisher 7 Raketen laden. Das wird beim höheren Skill noch besser. Viel zu viele Autos. Vor allem viel zu viele irgendwelche Lastkraftwagen. Oder irgend so ein Scheiß. Totaler Dreck. Naja, es steht 4 zu 3 fürs Gegnerteam. Aber wir sind halt im Gold sehr, sehr weit vorne. Wir sind 1,8 vorne. Und kann das Auto, das fährt jetzt zum vierten Mal hier dran vorbei. Ätzend. Naja, was wir machen. Ich kann hier jetzt schön farmen. Und kann jetzt wieder den Red Buff nehmen. Red Buff nehmen. Und müsste mich dann auch beeilen, weil dann kommt der Viktor. Viktor wird dann böse. Hallo Viktor. Aus dem Schild von Viktor raus. Sie ist zwar gesilenced, aber hier kann ich an den Viktor ran. Und das war's für den Viktor. Das war's für den Blitzcrank. Und hier fand ich jetzt ganz, ganz cool. Cassio bleibt in der Nähe, um im normalen Notfall den Kill an sich zu nehmen, hat aber selber gesagt, Nimm, kriegsten. Dreifachtötung für uns. 4-1 Corki. Bala bam. Sind am Rocken. Hup, hup. Spiel ist gewonnen. Nicht, dass das Spiel eh schon, Jace scheint wieder da zu sein. Nee, ist er noch nicht. Jace steht immer noch in der Base. Gut, wir müssten uns jetzt genau Attack Speed Schuhe holen können und den ersten Teil von dem wichtigsten Item für Corki, dem Trinity Force. Stärke der Reinigkeit. Ich hole mir immer erst den Phage, danach den Glanz, danach den Eifer.
viele Leute holen sich auch erst den Glanz und dann den Phage und dann den Eifer. Manche Leute starten sogar mit dem Eifer. Ist eigentlich im Endeffekt total Bums. Habt's am Ende zusammen. Meine Meinung. 5 zu 6. 4 Kills allein auf mir. So schön. Bums. Und direkt drauf. Alles immer wieder draufgeben. Draufgeben, draufgeben, draufgeben. Richtig schön. Upp. Da war ich ganz, ganz viel Glück. Aber hier, ihr seht's. Doppeltötung. Die Gegner haben hier unten keinen Spaß mehr. Der Hook war von meinem Trash ultra geil gelandet. Plus, ich habe den Ezra im Farm überholt. Und auch in den Kills. Also es ist wirklich... Jetzt müssen wir den Tower kriegen. Und spätestens dann dürfte das Ganze nicht mehr so das Problem werden hier unten. Natürlich schlecht für die Gegner, dass bei ihnen einer fehlt, aber... Sowas kommt auch vor. Außerdem wollte ich euch mal ein Spiel zeigen, wo ich am Rocken bin. Kommt ja auch nicht hier vor. Gut. Ansonsten... Wir gehen jetzt in die Mitte. Mal dem kleinen Typi da einen Besuch abstatten, der da jetzt gerade gewordet hat. Aber völlig falsch gewordet hat. Wumms, es ist mir total egal. Flash ich mich aus der Wolke raus und kann abhauen. Da kommt jetzt eine Ezreal-Ulti, die ein bisschen daneben geht. Hätte sie mich getroffen, wäre ich tot gewesen. So nebenbei. Und ja. Jetzt Phage, dann Bottom Lane. Phage habe ich schon. Jetzt Glanz. Hol ich mir noch Homeguards? Ne, ich hole mir keine Homeguards. Oben auch noch schön zerstört. Und auf geht's auf die Bottom Lane. Mittlerweile haben wir überall den Vorteil. Gut, Mitte jetzt noch nicht ganz, aber den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Blitzcrank wardet hier relativ gut. Also sie sind relativ abgeschirmt gegen Ganks. Das Problem ist, wir brauchen keine Ganks mehr. Wir brauchen echt keine Ganks mehr. Und, ne, kein All-In. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt ein All-In. Gegner gehen jetzt in die Mitte. Und ich sag mir ganz im Ernst, ich farm jetzt. Gegner nicht anwesend. Das heißt, ich kann hier richtig schön nochmal ein bisschen die Träne stacken, meine Skills aufladen. Bin jetzt schon über 100 Minions. Nicht so viel wie der K6, aber immerhin stehe ich noch 7-1. Und ich kann jetzt weggehen. Das müsste mir das Gold komplett gegeben haben für mein Trinity Force. Und... Wup, wup. Trinity Force. Saublöses Item. Auf Corki, übertrieben böse. Und hier geht's für mich ab in die Mitte. Um jetzt hier noch einen Kill. Nee, nur einen Assist. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Nicht gekriegt. Aber ich kann hier halt jetzt schön unter den Tower gehen. Einfach töten. Problem ist, ich habe hier jetzt den Viktor nicht ganz so heftig eingeschätzt. Deswegen kann ich mich jetzt hier gerade mal ganz schnell verziehen. Die Wolke verfolgt mich. Löst sich aber jetzt auf. Das heißt, gucken, ob der Red Buff da ist. Nee. Zurückgehen und noch ein paar Kanonen feuern. Aber keine Kanonen mehr da. Dann eben
Jetzt ein bisschen baller ich ein bisschen. Ja. Mit den Raketen lässt sich übrigens auch super gut farmen, wie man vielleicht sieht. Und ich kann jetzt weggehen. Könnte. Will es aber nicht, da ich mich glaube mit meinem Team, meinem Dragon verabrede. Oder auch nicht. Ich gehe heute hier Botlane farmen. Hier wollte mir jetzt Diana den Red Buff geben, aber ich habe ihm gesagt, nö, nimm ihn, nimm ihn. Nimm, was du möchtest. Ich brauche ihn nicht mehr, ich habe meinen Trinity Force. Da sehe ich jetzt den Ezreal und jetzt müsste ich mal direkt flupp weg. Flupp weg. Da kommt ein Ezreal auch nicht mehr daher, weil es einfach eine saulange Strecke ist, die einfach wegfahren. Wobei, da kommt die Diana. Da kommt eine Diana. Aber da kommt auch ein Blitzcrank. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir. Vielleicht kriegen wir da was. Nö, aber ich kann zumindest farmen. Mein Anreiz war jetzt hier über den Kha'Zix im Farm zu kommen. Aber, naja, jetzt sollte ich endgültig mal weggehen. Geld habe ich. Wie viel? 1000. Das müsste mir für Vamp-Zepter. Vampirus-Zepter. Und Vampirus-Zepter. Habe ich recht oder habe ich unrecht? Wollte ich mal Homeguards und denken, hey, ich hole mir Vamp-Zepter. Vamp-Zepter, wupp, wupp. Wir haben den Drachen getötet. So, Vamp-Zepter natürlich auch für Blutdurster und für Klinge des gestürzten Königs. Eine wichtige Seite. Ganz, ganz wichtig. Braucht man halt zweimal. Oh, der drückt Damage. Ach verdammt, nicht gekriegt. Mann, Kha'Zix glaubt mir den ganzen Farm. Und da kann ich wieder wegrennen. Wichtig ist halt, dass ihr die Valkyrie halt wirklich gekonnt einsetzt. Es ist wirklich wichtig, die Valkyrie richtig einzusetzen. Und oh, daneben gerappt. Kann ich da jetzt mal was reißen? Eigentlich sollte ich da weggehen. Und habe ich Valkyrie ready? Nee, ich habe weder Valkyrie ready noch Flash. Doch, Valkyrie war ready. Oh. Okay. Und weg bin ich. Gut. Corki FTW. 8-1. Corki übertrieben böse. Ich mag Corki. Merkt man vielleicht. Ansonsten. Joa. Toplane Farm. Vielleicht kriege ich den Tower sogar noch gehalten, aber ich glaube nicht. Doch, locker. Locker. Mein Team ist unten am Fighten, ich bin oben am Farmen, aber lange dürfte dieses Spiel nicht mehr gehen. Die Gegner sind halt wirklich, wie gesagt, für sie leider nur zu dritt, zu viert. Und, ja, wenn wir jetzt Stufe 14 erreichen, kann ich noch ein bisschen mehr machen. Einen Moment. Okay, so langsam wird's gruselig. Man muss dabei sagen, ich wohne jetzt nicht gerade an der Hauptstraße, ja. Aber hier ist gerade ein LKW mit einem Bagger vorbeigefahren. Und zwar nicht so einem kleinen Bagger, sondern einem ziemlich großen Bagger. Oh boy. Seltsam. So, wie ihr seht, ich schieße hier immer wieder meine Raketen rüber. Aus dem Mund heraus, um immer wieder den Phage-Proc, also den Phage-Proc auf den, Phage, den Glanz-Proc auf den Tower zu bekommen. Das ist halt so eine Pro-Skiller-Aktion, ja. Auch dürft ihr mit Corki nicht vergessen, dass ihr, während ihr euren E aktiviert habt, den man als zweites durchskillt, ihr immer noch Auto-Attacken könnt. So, zwei Türme down gekriegt.
Und jetzt müssten wir uns zumindest irgendwas leisten können. Da ist das Render von den Gegnern. Mir nichts mehr gekauft. Ums. Das war mein Corgi. 812. So, wie gesagt, ich gehe halt wirklich hin. Zwei Dorans, Einserschuhe und dann direkt Trinity Force Schrägstrich irgendwo zwischendrin. Wenn ihr zwischendrin mal 700 Gold übrig habt, kauft euch mal die Träne. Dann halt Trinity Force, Zweierschuhe. Dann baue ich normalerweise erst die den Blutdürster. Dann baue ich mir mein Muna Mara zusammen, fertig. Dann kaufe ich mir im Normalfall die Klinge des gestürzten Königs und dann einen Guardians, weil ihr mit Guardians eben auch mit eurer Valkyrie weghoppen könnt. Soviel zu Corki, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Black Sage, ciao, ciao.